Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play von Glaana Helse. Ich bin Gate und ich möchte heute, okay, ich muss mich gleich im Voraus entschuldigen, für alles, einfach für alles, also ich bin schuld an allem. So, das war's, tschüss. Nein, okay, nein, ich bin leider verschnupft und huste und ich bin krank geworden, aber ich habe trotzdem weitergespielt und die Show muss weitergehen. Oder besser gesagt, wir wollen zum Herbst kommen. Und ihr seht, dass es 7 ist und es hat ganz schön lange gedauert. Warum? Man könnte ja die ganze Zeit baden, wie geplant. Aber ich habe viel in der Mine rumgehangen mit den ganzen, wie heißt es jetzt, Pilzen, die wir haben und sowas. Und habe da einiges gemacht. Aber ich zeige euch erstmal, warum jetzt hier. Weil Nugget morgen ihren großen Auftritt hat. Aber ich wollte euch natürlich alles zeigen. Das gehört ja dazu. Also, Salami hat uns noch nichts gebracht. Aber, ja, guckt mal. Nicht Shake. Wer ist denn jetzt wer? Jesus ist schon groß geworden. Das ging sehr schnell. Plötzlich, also ist 3 Tage oder so? Dann, oh, ich wollte gerade ins Bett gehen, hätte dich fast im Regen stehen gelassen. Entschuldigung, Sanchez. Danke. Und habe nämlich, warum bin ich in die Mine gegangen? Um ganz viel Sachen zu holen für die Sprinkler. Mein Gott, Sprinkler. Und jetzt habe ich schon wieder was. Ich hab genug gefunden, aber jetzt brauche ich aber Eisen. Und ich mache dann wieder, ich kann dann, wenn ich genug Eisen finde, noch 3 zusätzliche bringen. Und dann könnten wir jetzt, ich weiß noch nicht ganz genau, was besser ist. Entweder draußen dann 5 rein hinhauen oder hier drin 5 hinhauen. Ist natürlich ein bisschen Platzverschwendung. Aber Arbeit auf jeden Fall wird gespart. Und damit kommen wir schneller, deshalb habe ich es gemacht, damit kommen wir schneller zum Herbst. Das ist so ein bisschen, ne, wenn ihr jetzt eure Arbeit ein bisschen reinsteckt, spart ihr später. Ne, dadurch sind so Sachen entstanden wie Werkzeuge oder Maschinen. Und ja, sehr viel verschifft, aber noch keine neuen Samen, leider. Jun wollte mir noch nicht seine Samen geben. Ganz schön, aber einiges ist auch weggewaschen worden. Aber ich wollte euch das zeigen, damit ihr stolz auf mich seid. So, hier habe ich alles gemacht und getan. Und seht ihr, da haben wir 3 Stück, oben 2. Und dann haben wir 8 Stück haben wir dann. Und dann können wir hier die hier vielleicht auch automatisieren. Aber ich glaube eher drin, weil hier ist ja Robby. Hier macht ja alles Robby. Jetzt gerade nicht. Jetzt hat er irgendwie schon 2 Tage lang hintereinander nichts zu tun. Und ich habe einfach 99, weil ich ja sowieso nicht mehr durchrechnen kann. Da habe ich gesagt, da hole ich mir einfach von allen Samen 99. Hau einfach raus, wie sie gerade kommen. Und dann ist das schon gut. Oh, ich hätte 69. Lululul. Ich hätte ein bisschen Körner noch holen können. Ja, komm, wäre Montag. Haben wir noch Zeit, sagte er und bereute es. Da ist rausgewaschen. Manu, gestern hat es mich auch geregnet und ich wollte nicht darauf verzichten. Ich habe gesagt, ja, wir haben ja das Geld. Wir haben ja das Geld. Nur Robby, benutzt schön meine Energie, um einfach nur im Regen rumzuschweben. Dann geh doch ein bisschen, schweb doch ein bisschen hier, weiß nicht. Such für mich irgendwas. Keine Ahnung. Geh in den Wald oder so. Schweb über den Häusern und schau, ob es irgendwo was Verstecktes gibt. Ich weiß es nicht. Mach, was so halt Robbys machen. Ansonsten habe ich rausgefunden, dass Kane Apple Cider mag. Who cares? Und Gabriel war plötzlich im Laden. Hatten wir das schon mal? Muss lange her sein. Der stand plötzlich im Laden und hat gesagt, ja, die Leute meckern immer rum, dass es so teuer ist. Dabei ist in der Stadt noch teurer. Was ich irgendwie nicht glaube, aber wir glauben ihn einfach mal. Ist ja Gabriel, warum sollte er lügen? Wir können Sprinkler machen, aber guckt mal. Kann ich auch nicht zeigen. Ich habe 2 Sprinkler auf einmal gemacht und der Money war trotzdem 5000. Das hat mich sehr gewundert. Das heißt, das Geld wird nicht teurer. Dann habe ich gesagt, dann können wir 5000 wieder sparen, ne? Okay. Power Cell, ja, können wir dann machen. Wir haben wieder Silber. Ich habe sehr viel Silber gefunden, wie ihr seht. Gut, gut. Ja, alles gut. Wir können Batterien machen und wir können Robby auf jeden Fall laden. Das Blöde ist halt, ich kann ihn nicht über 100% laden. Sonst explodiert er. Nein. Ich habe sehr viel Gras hier wieder. Ich werde es aber nicht wegmachen. Es sieht einfach schön aus. Ich habe überlegt, ob ich das ein bisschen verkleinere, damit wir hier mehr Weg haben. Es war ja eigentlich dafür gedacht, dass die Tiere rauskommen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Tiere rauslasse. Außer 2. Na, mal schauen. Ich weiß noch nicht. Vielleicht nämlich die Neuankömmlinge, ne? Dass die schneller Herzen hochbekommen. Aber die anderen müssen nicht unbedingt raus.
Ich weiß es noch nicht, weil Wände müssen sie über Nacht raus. Und das ist so viel Arbeit. Aber sieht hübsch aus. Gut, dann wollen wir mal. Ich zeige euch das mal. Ein bisschen müssen wir ja mal zusammen auch was machen, ne? Aber ich glaube, das war's. Sehr früh ins Bett. Sehr früh ins Bett. Trotzdem war es ein langer Tag für mich. Ja, wenn man um 11 oder sowas schon lange dran saß. Ist so ruhig am Morgen. Morgen ist es auch schön. Wie gesagt, jetzt könnten wir sie eigentlich rauslassen, mal über Nacht. Können wir ja mal machen. Komm. Also, wir haben nämlich jetzt. Hack, nein. Du bist Jesus. Komm mal her. Du kommst gleich raus. Das Problem ist nämlich, aber das Problem ist, ich kann nicht die Glocke läuten dann. Das nervt mich ein bisschen. Salami. Oh, ist das nicht viel zu viel Arbeit? Warum habe ich aber die große Wiese, wenn ich sie jetzt nicht benutze? Es tut mir so leid. Ich möchte euch die ganze Zeit rauslassen. Aber komm, sagen wir mal Scheiß auf Jesus. Ja, schön. Ganz viel Hate-Kommentare. Wie bitte? Scheiß auf Jesus. Nein. Weißt du, das Kind muss ja mal bei der Mutter bleiben. Aber wir wollen ja gucken, wie gut diese Trüffel sind. Deshalb geht jetzt. Oh mein Gott, bist du zu fett? Oh mein Gott. Salami ist jetzt schon zu fett. Komm, Salami, komm. Hier. Essen Schweine überhaupt sowas? Ist egal. Hier. Du bleibst jetzt drin und wir hoffen jetzt einfach auf schönes Wetter für dich. Ich habe, glaube ich, vergessen, die Milch zu holen. Seht ihr, das meine ich. Das ist einfach nach einer Zeit nur noch Arbeit. Und das sollte es nicht sein. Ich will mal ein Spiel haben. Ich traue mich deshalb immer noch nicht an Harvest Moon Animal irgendwas für die Wii. Das wollte ich mal spielen. Aber da traue ich mich nicht hin. Deine Mutter? Ach, guck mal, Nuggets ist nicht da. Wenn man Ei ver. Da ist noch ein Ei. Nuggets-Ei haben wir nicht. Los, Robby. Warum wartet er überhaupt? Muss Robby aufwachen? So immer, weißt du, erstmal so. Oh nee, ist noch zu früh. Ich bin Roboter. Guck mal, jetzt haben wir ein Essen, L und ein Gold. Geil. Und die kommen alle da rein, weil irgendwann kriegen wir das Achievement. Nee, das dauert ziemlich lang. Das dauert ziemlich lang. Ich glaube, wir brauchen 1000 Eier. Eier, wir brauchen Eier, 1000 Eier. So, Robby arbeitet. Sehr schön. Und jetzt gucken wir mal. Guck mal hier. So viele Karotten. Oh ja, ich konnte. Das habe ich euch nicht gezeigt, weil es langweilig war. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Sagt Bescheid, wenn ich es nachholen soll. Ich konnte drei neue Sachen machen. Und zwar Spaghetti Bolognese. Habe kurz überlegt, euch da reinzuschalten. Aber dann würde ich wieder mehr labern als Spaghetti Bolognese zeigen, ne? Oh nein, hier ist auch was rausgewaschen. So viel ist rausgewaschen. I hate it. Wir machen noch mehr Karotten. Alles voll mit Karotten jetzt hier. Ich werde die nicht nachlegen, weil ich hasse es. Habt ihr ja mitbekommen, wenn etwas ungleichmäßig wächst hier. Also hätte ich Zwillinge und die würden ungleichmäßig wachsen, würde ich den einen irgendwie Medikamente geben, dass sein Wachstum gestört wird. Nein, hier. Das wird jetzt einfach, ne? Machen wir jetzt so. Dann gibt es halt ein paar Patches. Was soll's? Oh, hier unten ist auch alles fertig. Und da habe ich mir überlegt, ob ich nicht hier unten die ranmache, die Sprenkler. Oder ich lasse es. Wir haben den achten. Es geht relativ schnell. Vielleicht lasse ich das hier unten. Und gleich, wenn wir durch sind, werde ich sowieso wieder ausmachen und dann ohne euch wieder in die Mine gehen. Das heißt, vielleicht hier unten drei. Die drei, die ich dann bringe. Wisst ihr, was ich meine? Weil das automatisch ist schon ganz schön. Es sind nur acht, aber man verliert ja nichts wie bei anderen Harvest Moon Spielen. Machen wir ganz viele Gurken. Ah, nee, warte. Eben nicht. Dann warte ich hier lieber noch ab. Aber hier. Hier kannst du Gurken haben. Und damit kann ich nämlich dann mich um noch weniger kümmern und noch mehr schlafen. Ist das nicht das, was jeder sich wünscht, in Anführungszeichen. Warte mal, weiß ich nicht. Ist es das? In den 90ern gab es nicht viel, ne?
Also gab es ja kein Internet zum Entertainen. Es gab schon Internet, ja, aber nicht zum Entertainen viel, sondern eher zum Nachschlagen oder sowas. Und daher, keine Ahnung. Das wäre ja schön, würde man mit den ganzen Leuten, die ja die ganze Zeit anmachen. Ich habe mit den Leuten ein bisschen geredet, aber nur um zu gucken, ob die irgendwas Neues sagen oder so. Aber nicht wirklich, sind alle nur wieder dauergeil. Wo ich dann wieder traurig wurde und gedacht habe, liebes Spiel, mach doch einfach, wir gucken mal ein bisschen, ah ne, wir können oben hin. Mach doch einfach, dass, Leute, ja komm, kommt alles weg. Mach doch einfach, dass die Leute mal irgendwie mit einem reden oder Briefe schreiben oder Dickpics senden. Überlegt mal, das musste man damals noch entwickeln lassen. Warte mal. Wir hatten ja in der Schule hatten wir einen Entwicklerraum. Da konnte man Bilder selbst entwickeln. Hat mich aber nicht so interessiert, muss ich zugeben. Haben wir natürlich auch einmal gemacht, aber das war's dann. Und dann war es okay, schön. Und dann muss man immer drüber nachdenken, wenn in Filmen immer so Szenen kommen, wo unheimliche Bilder entwickelt werden. Wisst ihr? Dann musste ich mal an den Raum denken. Aber früher musste man ja Bilder entwickeln lassen, die man gemacht hat. Das heißt, Dickpics waren total... Warte mal. Ist das erlaubt oder nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Müsste man nachträglich mal nachgucken, wie die Gesetzlage damals war. Und die Entwickler, dann, die das entwickelt haben, dann immer so, ach, die armen Frauen kriegen jetzt schon wieder so ein hässliches Bild. Mann. Einfach so eine kleine Notiz dazu schreiben. Nimm mal irgendwie einen Kurs. Richtige Belichtung oder sowas. Meine Fresse. Weißt du? Könnte ja hübsch sein, aber... Nee. Weißt du, es hat ja schon was damit. Hat ja auch ein bisschen was von Respekt, ne? Dass einfach, wenn du... Weißt du, so eine Frau kriegt dann per Post so ein Bild. Heute ist ja einfach in 5 Sekunden. Das ist das Problem teilweise auch. Damals musste man halt viel Aufwand... war mit Aufwand verbunden. Und da musste man doppelt überlegen. Ach, lohnt sich das jetzt, der Vivian hier so... das zu schicken? Oh Mann, weißt du? Und dann denkt man sich dann so, da muss doch dann auch passen. Warte mal, was kommt denn hier hin, apropos passen? Ja, komm, was soll's. Oder soll ich hier drin jetzt doch machen? Ja, komm, lassen wir das hier in der Mitte frei. Mache ich nachher. Und dann ging es halt darum, du musst dann noch die Adresse rausfinden von der. Und dann kriegt sie diesen Brief und denkt sich, oh, Post, oh, wie schön. Früher war das noch schön, wenn man Post bekommen hat. Und dann plötzlich so, oh, der ist aber nicht irgendwie, der sieht jetzt nicht so toll aus. Nicht gut beleuchtet und an sich nicht so schön, nicht gegroomt, also wurde nicht vorher irgendwie ein bisschen manscaped gemacht, weißt du. Das ist auch so ein bisschen, heutzutage kann man einfach löschen und sagen, ekelhaft, diese Männer von heute. Aber damals war es dann so auch so ein bisschen enttäuschend. Ich meine, da musste ja auf Fotopapier was rauf. Das ist ja ganz schön schlimm. Da will man doch was Tolles, da will man doch so ein bisschen, das ist so wie eine Postkarte aus dem Urlaub, da muss doch was Schönes sein. Also habe ich immer so, wenn ich damals Postkarten, ich habe es irgendwie gehasst und gleichzeitig geliebt. Ich muss zugeben, Postkarten aussuchen fand ich super. Wenn man im Urlaub war und dann, ich fand am schlimmsten diese, wo ein paar Bilder einfach drauf waren. Guck mal, diese wunderschönen Dinger. Nein, ich musste schon irgendwas, es musste passen, es musste irgendwie das, wenn du das, wisst ihr, was ich meine? Ihr kriegt eine Postkarte und da sind einfach so ein paar Bilder drauf. Und dann denkt ihr so, oh, das sieht aus wie eine billige Werbung. Aber ist es so ein richtig schönes, so ein, boah, da will ich jetzt auch hin, Bild. Dann ist man so neidisch und gleichzeitig freut man sich darüber. Und da habe ich immer drauf geachtet. Aber dann auf der Rückseite war es dann immer so, entweder ich habe zu viel geschrieben und dann wollte ich einen Brief schreiben und habe alles voll geschrieben, wirklich alles. Ich habe versucht, so voll zu schreiben, wie es erlaubt ist. Und die nehme ich gleich mit in die Mine. Und oder ich wusste nicht, was ich schreiben sollte, weil ich musste. Dann hieß es dann einfach, jetzt schreib mal was da zu deiner Tante oder sowas. Und dann, ja, okay. Und dann habe ich halt gemacht. So, was ist jetzt hiermit, wenn ich es oben hinpacke? Ach, kümmere ich mich später drum, ne? Später drum. Was soll's? Also. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Naja, egal. Auf geht's zu Nugget.
Nugget, ich komme. Das ist ganz schön knapp, aber. Man hat nur noch 1,5 Stunden. Also, warum ist das Festival nicht einfach länger? Nugget! Oh oh, wann hört das Festival auf? Yippie! Ich habe immer Angst vor Kaninchen. Ja, mein Kopf, ne? Ich habe immer Angst vor Hühnern gehabt, wegen ihrer Bewegung. Das kenne ich aber alles noch. Wie er immer noch nett zu mir ist. Okay, er möchte unbedingt eins davon essen. Oh, Gabriel. Ich bin nur hier wegen Tobias. Er versucht, sich immer eins der Hühnchen zu schnappen. Wow, wie wär's, wenn er den Rausch... Das ist scheiße von Tobias. Sie sind so dumm, ich hasse sie. Warum bist du denn hier? Geh weg. Hasse dich, Lilly. Ja, und er findet sie toll. Oh, 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 hallo, Robert. Gut, viel Glück. Aber am wichtigsten ist, dass du eine gute Zeit hast. Und ich werde es auf jeden Fall haben. Das ist doch schön. Was? Ist es schlecht? All diese Hühner, all diese Eier, all dieses Cholesterin. Und dann kommen sie zu mir und sagen, ihnen ist schwindelig. Du bist kein gut... Bist du überhaupt ein Arzt? Hühnchenfleisch und Eier sind mit das Gesündeste, was du zu dir nehmen kannst. What the fuck? Na, okay. Proteine, weißes Fleisch und so? Okay, was soll's. Ich mag nicht wirklich Hühner. Es ist nur eine Partnerschaft. Okay, ihr habt doch gar keine Hühner. Warum? Welche Partnerschaft? Es gibt Leute, die mögen Hühner, aber mögen keine Eier. Ja, kenne ich. Aber auch andersrum. Wie können wir die beiden nur zusammenbringen, die Gruppen? Muss nicht sein. Ich mag Eiweiß. Also aber nur gekocht. Also, ich hatte seit Ewigkeiten, seit Monaten kein Ei mehr. Ha. Müsst ihr mal wieder machen. Es ist einfach so viel Arbeit. Nicht Arbeit. Doch. Weißt du, man muss die immer... Das Kochen ist nicht so das Schlimme. Aber dann platzen sie oder du musst sie pellen. Und das ist immer so ein Problem und... Oh, sie sind super zum Backen oder so. Ich mag Eier an sich total, ne? Aber da ist was anderes. Zum Backen einfach rein, einmal cracken und rein. Aber ansonsten, ich hasse gekochtes Eigelb. Und warum ist das Leben so kompliziert? Warum kann ich nicht einfach alles daran mögen? Egal in welcher Form. So wie die Leute, die einfach ein Ei nehmen und dann also in ihrem Mund aufbrechen. Und dann, lecker oder so. Vielleicht ja noch, weil das, wenn man es dann mixt für irgendwie einen Kuchen oder so oder für Brot, ist das total in Ordnung. Aber ansonsten, Und ich finde auch, Eier sind eine der coolsten Sachen, die die Welt hervorgebracht hat. Nicht nur, weil wir alle von Eiern so gesehen auch kommen, sondern weil... Eier unbefruchtet sehr gesund sind. Das heißt, Leute, die sich aufregen, ja klar, über Legebatterien, das ist scheiße. Aber einfach nur Eier an sich sind ja super. Die werden ja trotzdem gelegt. Würden wir zum Beispiel bei der Periode der Frau die Eier irgendwie dafür benutzen können, sie auch irgendwie für Medizin oder so zu verwenden, würde ich das auch super finden. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Das ist, glaube ich, einfach nur Abfall. Weißt, Hühner sind Hühner, weil sie uns mit Eiern versorgen. Genauso wie eine Banane ist. Also ich erinnere mich, oh mein Gott. Weil wir sie nehmen können, schälen und essen. Ja, ich erinnere mich, ja. Wir glauben an Gott, weil Dinge um uns herum genauso sind, wie sie sind. Hühner können aber keine Banane pellen und essen. Und deshalb sind Hühner Atheisten. What the fuck? Affen können Bananen pellen und sind, nicht pellen, was sage ich denn? Schälen? Jetzt bin ich schon wieder bei den Eiern. Affen können Bananen schälen und sind auch Atheisten. Renesco, jetzt komm mal, weißt du bist voll der Nette, bis es um deinen Glauben geht. Und dann plötzlich, es ist wie in Real Life. Weißt du, da kommt so ein YouTuber und denke ich mir, oh, voll der Nette und so. Und plötzlich fängt er an über irgendwas, denke ich, oh mein Gott, nein, die Erziehung. Ist nichts weiter als die Erziehung. Wir glauben am Anfang nichts. Würden wir nicht erzogen werden in einem Glauben, hätten wir keinen Glauben. Nur an uns selbst. Und das ist das Wichtigste. Ja, was kam zuerst, ne? Ja, ja.
Ich habe dir nicht zugehört. Hallo Zen. Okay. Oh, Jun denkt drüber nach. Das ist doch süß. Ja. Hallo. Richtig. Hühner sind super. Sie brauchen so wenig und geben uns aber so viel. Das stimmt. Hühner sind so toll. Wenn ihr mal irgendwie ein Abseits leben wollt, ist, ne, schön weg. Abseits von der Menschheit. Oder ihr Apokalypse oder sowas. Holt euch Hühner oder auch eine Kuh. Eine Kuh irgendwo drauf, die man dann... aber eine Kuh kann man nicht immer melken, ne? Das ist das Problem. Sie gibt nicht immer Milch. Aber Hühner legen immer Eier. Das heißt, Hühner sind super. Die finden ihr eigenes Essen. Sie sind nicht scheiße zu dir oder sowas. Hühner sind mega gut. Okay. Los, Nugget! Nugget! Wo bist du? Ihr seht alle gleich aus. That's racist. Ja. Aber Nugget ist unser erstes Tier ever. Das muss gewinnen. Bestgefütterte, meistgeliebte und produktivste Chicken geht an Nugget from the Big One. Ja! Hä? Warte mal. Haben wir ein E vergessen? Heißt es wirklich Big On? Okay, danke schön. Mann Gott, sind die Festivals langweilig. Yay, jetzt haben wir ein goldenes Ei. Wir haben 14 Uhr. Ich bin jetzt ein bisschen... Warte. Wo können wir unseren Namen sehen? Kann sein, dass es falsch ist. Habe ich wirklich ein E vergessen? Oder ging es nicht so weit? Hießen wir die ganze Zeit Big On? Und nicht Big One? Okay, ist egal. Wissen wir ja sonst auch nicht. Das nächste ist unser Geburtstag. Da sehen wir uns dann wieder. Aber erstmal gehen wir natürlich Nugget gratulieren. Oh, danke, dass Sie mein Pferd zurückgebracht haben. Ah, nee, ihr seid nicht Nugget. Ich weiß auch nicht, warum ich hingegangen bin. Nugget! Oh mein Gott, du hast gleich, aber sofort, voller Stolz, das ist ja größer als du. Da gibt's Fetische. Meine Fresse, Nugget. Damn! Ist das ein Riesenei? Wo bist du, Nugget? Bist du Nugget? Oh shit, ich hätte mal alle vorher aufsammeln sollen. Ja, Party für alle. Ich weiß nicht, wer Nugget ist. Kann Nugget nicht irgendwie leuchten, voller Stolz oder so? Was ist, wenn wir das goldene Ei jetzt hier reinpacken? Kommt ein goldenes Huhn? Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir das machen können. Wollen wir erstmal eins verkaufen oder wollen wir eins reinpacken? Dann kriegen wir aber ein neues, ne? Dann haben wir 11. Das nervt mich ein bisschen. Wir können ja dann eins verkaufen oder so. Ich will es irgendwie ausprobieren. Wahrscheinlich kommt ein ganz normales Chicken nur raus. Ich guck mal nach. Ich probiere es einfach mal aus im Off. So. Nugget ist nicht mal anders. Danke, Nugget. Sehr hohe Qualität. Ist aber nicht aus echtem Gold. Duh. Ja, komm. Wir wollen es verschiffen, oder? Wir haben jetzt immer ein... Ah, wir bräuchten aber noch eins. Wir kriegen ja jetzt immer ein goldenes Ei. Huh. Dann hätten wir einen Platz. Wir kriegen ein goldenes Ei. Und 10 andere. Dann machen wir, glaube ich, noch eins. Machen wir noch ein zusätzliches Chicky. Und das können wir auch gleich damit machen. Ich sag euch dann später, wie viel so ein goldenes Ei gibt. Eigentlich ist es ja auch wahrscheinlich wieder gleich, ne? Wie mit dem anderen. Guck mal, wir haben die hier. Ah, ne, ist Boiled Egg. Warte, wo sind die Eier? Eier! Oh, da habe ich gar nicht nachgeguckt, wie viel die anderen Sachen gegeben haben. Guck mal, 100. Wir haben 213 erst verschifft. Das dauert. Das kann noch dauern. Wisst ihr was? Wir machen jetzt 20. Weil ich dieses Achievement haben möchte. Wir machen jetzt volles Haus hier. Da muss ich aber alle hochheben, damit sie glücklich werden. Oh mein Gott. Nee, sie müssen ja nur kleine Eier geben. Ist ja egal. Ich muss ja nur Eier verschiffen. Sie müssen ja nicht groß sein. Ha. Aber wir können die auch alle nicht rausbringen, die Chicken dann. Ich habe sie jetzt gefüttert. Einfach nur, weil ich es gewohnt bin, durch den Winter. Aber wir hätten sie als alle rausbringen können.
Aber dann muss ich sie alle da reinbringen. Wisst ihr, was das nervt? Warum gehen sie nicht automatisch in einen festgelegten Bereich? Ach, ich kann doch nicht alle rausbringen, weil ich muss sie über Nacht rausbringen. Und dann werden sie traurig, wenn sie nicht eingesperrt sind. Also, warte, wenn sie nicht sicher abgesichert sind. Das ist doch total bescheuert. Das heißt, lohnt es sich überhaupt noch dann, ein paar rauszubringen? Ja, schon, weil sie dann nicht essen müssen, ne? Oh, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, was das Richtige ist. Aber wenn wir das schaffen möchten... Ah, ich mache es ab morgen. Was soll's, Leute? Wir gucken uns mal an, wie viel ein goldenes Ei bringt. Komm. So. Und Spaghetti Bolognese. Aber erstmal. Komm. 150. 50 mehr. Ja, das ist doch schon schön. Jeden Tag oder sowas. Dafür bezahlt er so ein bisschen. Hier, Fischschauder hatten wir. Was noch? Ist echt unnötig schöne Pixelgrafik hier. Kohlrabi-Slaw, glaube ich, für 700. Dann Meat Pie, Okra Stew, Pancakes, haben wir, glaube ich, alles schon. Popcorn. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Sachen gemacht. Spaghetti Bolognese, 572. Oh, ganz viel Spaghetti hier, guck mal. Spaghetti Bolognese, viel besser als die anderen beiden Sachen. Napoli ist auch okay. Aber man sieht es an dem Base Value. So denke ich auch. Kann man mal machen, aber dann hat man danach... Kennt ihr das? Er esst sowas und dann denkt ihr danach so, war total in Ordnung. Spaghetti, also jetzt bei mir Spaghetti Napoli. Total in Ordnung, aber war auch so ein bisschen... Ja. Weiß nicht, du bist danach so... Wenn ihr einen Film geguckt habt, der okay war und danach sagst du, ja, nö, so, war okay und dann vergisst du es. Und dann sagst du, es war jetzt nicht so befriedigend. Es war befriedigend in dem Sinne schon, weil du einen Film geguckt hast. Aber es war jetzt nicht so, dass du danach so, boah, weißt du, ein Spaghetti Bolognese ist so, das war lecker. Und dann gibt es Spaghetti Carbonara, wo du sagst, jetzt habe ich wieder Platz für Napoli. Deshalb verstehe ich nicht, warum das so viel wert ist. Wahrscheinlich, weil da Käse drauf ist. Aber nein, deshalb. Spaghetti Bolognese. Die Bolognese geht weiter. Der Sultan hat Durst oder irgendwas. Das war's. Wartet. Die anderen habe ich da. Und du bist hoffentlich glücklich. Du bleibst über Nacht jetzt draußen. Die Eier werde ich... Ein goldenes Ei machen wir morgen rein. Dann werden wir sehen, wenn ein Chicken kommt, ob es ein goldenes Chicken ist. Das wäre so mega nice, muss ich zugeben. Hier unten gucke ich auch mal weiter, was da passiert. Das können wir mal ausprobieren. Ob er das hier... wartet, aber dafür machen wir Okra. Okra! Nein, nicht dahin! Nein, jetzt muss ich dahin! Jetzt muss ich 2 Okra machen. Oh. Zen, warum machst du, was ich dir sage? Ich habe mich doch verdrückt. So, mal schauen, wie viel davon jetzt... Er hat nämlich hier einiges nicht gemacht. Das schafft er also schon noch. Robby, das schaffst du schon noch. Ich, apropos schaffen, ich gehe dann in die Mine, hole mir die Sprinkler und dann sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich zu Zens Geburtstag. Weil die Leute haben nichts Neues gesagt oder so. Es gibt nicht viel zu tun. Und wenn ich die Sprenkler habe, wahrscheinlich noch weniger. Die Hühner, ja. Dann mache ich das jetzt mit den Hühnern, damit wir Eier bekommen. Weil doppelt so schnell dann mit den Eiern, ne? Jeden Tag 10, das ist dann... Na, dann wiederum schaffen wir das auch. Wie viel hatten wir? Fast 300. Wir kriegen 300 pro Monat. Wir sollten es eigentlich schaffen bis zur zweiten Staffel. Also brauchen wir die neuen eigentlich gar nicht. Wir können es ja trotzdem machen. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt mit dem Ei. Ob da irgendwas Besseres rauskommt. Dann wiederum, unsere Super Hack hat ja auch kein super Kind bekommen, ne? Naja, doch. Nach 3 Tagen ist es schon größer. Ist schon erwachsen. Ich weiß nicht, ob das ein super Kind ist. Das ist eher ein trauriges Kind. Oh mein Gott, du musst ein bisschen Kindheit haben, ne? Ist voll traurig sonst. Gut. Ich habe ein bisschen gehoht. Wie deine Mutter am Wochenende.
und Fighting in der Mine, weil da immer so ekelhafte Dinger sind. Aber hier, ja, kann ein bisschen dauern. Ich ho einfach so nebenbei, wenn ich noch ein bisschen Energie frei habe. Und dann schaffen wir ho vielleicht noch, Fighting noch. Wird ein Problem, muss ich zugeben. Weil Husbandry dauert noch sehr lange. Nee, mit den neuen Hühnern dann ja vielleicht gar nicht mal so sehr. Weiß ich noch nicht. Bin gespannt. Okay, das war auch up to date für euch. Bis zum Geburtstag von Zen. Oh, das wird was ganz Tolles. Wir sehen also für euch dann gleich oder vielleicht auch später, wer weiß, was dazwischen kommt. Wie gesagt, ihr hört es ein bisschen. Wenn es ausbricht, dann kann ich auch nichts machen. Aber dann wisst ihr wenigstens den Grund. Und, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob die mir was währenddessen schenken. Wie war das nochmal? Ich glaube, ich musste zu denen hin, ne? Das ist auch so traurig. So, guten Tag, ich habe Geburtstag. Hand aufmach. Und die, oh ja, hier, das wollte ich dir schenken. Ne? Und nicht wie bei anderen Spielen, wo sie bei dir vorbeikommen. Was ich viel schöner finde. Wo sie dann morgens vorbeikommen und sagen, hey, du hast Geburtstag, vielen Dank, dass du immer so ein toller Freund bist, hier hast du was. Und das finde ich voll nett. Okay, bis gleich. Ich hoffe, das war in Ordnung für euch. Tschüss, bis gleich, tschüss.